ungewöhnlich ist das, völlig neu für euch und für uns. Du sitzt in der Stube oder am Schreibtisch oder sonst irgendwo und siehst uns am Bildschirm. Und wir, David Plüss am Flügel und ich, Pfarrer Gunnar Wichers, befinden uns im leeren Kirchensaal. Auch wenn es anders ist, es ist schön, dass wir nun für ein paar Minuten verbunden sind, denn das ist in dieser Zeit richtig wichtig. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und uns zuschaust. Und wir grüßen euch alle ganz, ganz herzlich in dieser Zeit, in der wir keine Gottesdienste mehr feiern können. Biblische Gedanken und Musik zum Sonntag. Damit wollen wir nun jede Woche ein Stück kirchliche Heimat aus der EMK Zofingen zu euch bringen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der zu uns ist wie eine gute Mutter und ein guter Vater in Jesus Christus. Amen. Hinter uns liegt eine wunderschöne Frühlingswoche. Viel Sonnenschein, warme Temperaturen und eine bunte Blütenpracht. Diese Tage wären so richtig zum Genießen gewesen. Jedoch kommt gar keine richtige Frühlingsstimmung auf. Meine Gefühle flüstern mir zu: Gunnar, es ist Herbstzeit, soziale Herbstzeit. Begegnungen, wenn überhaupt, sind nur noch mit großem Abstand möglich. Am Abend besteht keine Möglichkeit mehr, in den Ausgang zu gehen. Am Sonntag fallen die Gottesdienste aus. Ängste kommen auf und. Herbstgefühle, obwohl Frühling angesagt ist, eine verkehrte Welt. Doch es gibt, Gott sei Dank, noch eine andere Welt. Ein kleines oder auch ein größeres Stück vom Himmel finden wir immer auf Erden. So sagt Jesus im Evangelium nach Matthäus im 11. Kapitel, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr müde und belastet seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus bringt euch damit ein Stück himmlischen Frühlings mit drei duftenden Blüten. Blüte 1. Sie ist rot. Jesus sagt: Ich bin da. Für euch, mit euch. Ich nehme eure Ängste und eure Not wahr.
Es ist eine schwierige und herausfordernde Zeit, in der ihr steht. Doch vergesst nicht, ich bin da, für euch, mit euch. Blüte 2, sie ist gelb. Jesus sagt, wendet euch an mich, sucht den Kontakt mit mir, sagt mir, was euch belastet und ängstet, bringt mir eure Tränen, bringt mir eure Seufzer, auch eure Hoffnung. Ihr müsst nicht ohne himmlischen Beistand leben, wendet euch an mich. Blüte 3, sie ist weiß. Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Jesus spricht euch damit zu, dass er in euren Wechselbädern von Angst und Vertrauen Ruhephasen ermöglichen will, Zeit zum Aufatmen. Ruhe will er euch geben, sodass ihr andere unterstützen könnt, die Hilfe nötig haben. Ruhe will er euch geben, damit ihr Hilfe annehmen könnt. Und er will euch Ruhe geben, wenn ihr an eure Grenzen kommt. Kommt her zu mir alle, die ihr müde und belastet seid, ich will euch Ruhe geben. Das ist kein leeres Versprechen von Jesus. Gerade wenn eure Gefühle Achterbahn fahren, lädt Jesus ein, kommt zu mir. Ich bin für euch da. Ich bin für dich da. Vielleicht schreibst du dir diesen Satz auf, damit du in jeder Zeit wie eine duftende Blüte riechen kannst, wenn du eine geistliche Stärkung brauchst. So wird ein Stück Himmel dich in dieser Woche begleiten. Jesus ist da für dich, mit dir. Amen. Wir beten. Jesus, unser Freund, Begleiter und Heiland, wenn wir Angst haben, lass uns nicht verzweifeln. Wenn wir nicht mehr weitersehen, wecke in uns Vertrauen. Wenn wir krank sind, umarme uns. Jesus, lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren und alle Menschen auf dieser Erde. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch eine Bitte. Bleibt miteinander in Kontakt, auch wenn Besuche nicht mehr möglich sind. Nutzt die alten und neuen Möglichkeiten der Kommunikationstechnik wie Telefon, Briefe, soziale Medien. Wir brauchen einander in dieser Zeit mehr denn je. Jannik Plüss, verantwortlich für die Technik, David Plüss und ich, wir freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Euch allen eine gute Zeit. Gott segnet euch und behütet euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Und er wendet sein Angesicht euch zu und gibt euch Frieden. Amen.